Irene macht mit ihrem Freund Rast an der A565, als sie etwas Schockierendes sieht. Jetzt komm aus dem Wald raus, hab ich gesagt! Hey! Schatz! Hey! Schatz! Schatz! Aus dem Auto, hören Sie auf! Schluss damit! Oh. Auf! Schluss! Was soll das? Ich wusste überhaupt nicht, was passiert war. Ich bin von der Toilette gekommen und dann war dieses Chaos hier, dieser irre Typ, der mit dem Feuerlöscher auf unser Auto gespritzt hat. Und sie lag im Auto und hat überhaupt nicht reagiert. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Der ist mir auf den Wagen aufgefahren, hier auf dem riesengroßen Parkplatz. Schatz! Müssen wir auf mein Auto auffahren hier. Hallo, hörst du mich? Wegen sowas, ich bin wohl. Mein Tag ist schon scheiße, jetzt ein Beschissener. Warum fällt der ausgerechnet auf meinen Wagen drauf? Ist der blind im Kopf? Ich kann doch nicht einfach hier den Feuerlöscher. Sind Sie verrückt? Da soll der aussteigen und mir sagen, warum er ausgerechnet mir auf den Wagen fährt. Die Polizei, die können doch trotzdem... Also, dieser Typ hat sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Der war so aggressiv. Ich habe dann die Polizei gerufen, damit die den Fall einfach aufklären und wir vielleicht herausfinden, was passiert ist. Durch die verkeilte Fahrertür kann Irene keinen Kontakt zu ihrem verletzten Freund aufnehmen. Es ist nicht erkennbar, ob sich Till die Verletzungen durch den Auffahrunfall zugezogen hat oder ob der aggressive Mann in seiner unbändigen Wut möglicherweise dafür verantwortlich ist. Ey Leute, was ist los? Braucht ihr Feuerwehr? Hey, was? Hallo! Los jetzt! Der soll mal aus dem Wagen rauskommen! Der simuliert doch, der hat doch gar nichts! Beruhigen Sie sich jetzt mal, hallo! Ruhe jetzt bitte, ja? Polizei ist da, wir klären das ganz in Ruhe. Ich schreie total ungern. Ich stehe hier auf dem ganz leeren Parkplatz und er fährt ausgerechnet mich an. Und jetzt simuliert der da einen auf schwer verletzt oder keine Ahnung, was der da sein soll. Das stellen wir jetzt fest. Vielleicht ist er ja wirklich verletzt. Wer weiß. Ja. Kann ja sein. Das ist Ihr Auto. Ich verstehe, hallo, die Polizei. Gott, die Polizei ist da. Hallo, können Sie mich hören? Mit Sicherheit kriegen Sie den Schaden reguliert. Ne? Sind Sie verletzt? Nein, das glaube ich am Leben nicht. Holger, kannst du meinen RTW bitte schicken? Mach ich. Hören Sie mir gut zu, die Polizei ist da und es kommt gleich ein Krankenwagen, der hilft Ihnen, ja? Ich kann leider nicht zu Ihnen reinkommen, weil ich diese Tür nicht aufkriege. Doch, so. Wir haben natürlich vor Ort alle Personen befragt und die Frau konnte im Moment überhaupt keinen Unfallhergang schildern. Die hat es überhaupt nicht verstanden. Und der Unfallfahrer, der musste natürlich jetzt erstmal ärztlich versorgt werden. Der war nämlich verletzt, also haben wir da einen RTW gerufen. Sowohl für Irene als auch für die Autobahnpolizisten ist der Unfallhergang unklar. Möglicherweise hat Till aufgrund gesundheitlicher Beschwerden die Kontrolle über den Wagen verloren. Der Parkplatz ist bis auf den Fahrer des gerammten Autos völlig leer. Also gibt es weder Zeugen noch weitere Beteiligte. Doch dieser Eindruck täuscht. Moin Moin, schön, dass ihr so schnell da seid. Hi. Was ist los? Da haben wir einen verletzten Mann, der ist aktuell nicht so richtig ansprechbar und hat eine Platzwunde am Ohr, ist auf das Auto gefahren und scheint sich da verletzt zu haben. Okay, alles klar, sehr gut. Wir gehen erstmal ran, Thomas, hier ist wohl eine verletzte Person. Wir untersuchen einmal ganz kurz, gucken einmal, was mit ihm los ist. Ein Schauspieler, sagen Sie? Okay. Halten Sie jetzt den Mund. Hallo, können Sie mich hören? Als wir beim Patienten eingetroffen sind, haben wir den Patienten hinter dem Lenkrad vorgefunden. Er war so ein bisschen eingetrübt und uns ist sofort eine schnelle Atmung, sogar eine Tachypnoe aufgefallen. Und da mussten wir sofort handeln. So, wisst ihr was? Hallo? Sie beiden, kommen Sie auch noch mal rüber zu mir. Sie auch bitte. Eine schnelle Atmung, Thomas. Dann können wir das mal einmal kurz nutzen. Geben Sie mal bitte Ihre Personalien. Also Sie sind der Halter von dem Fahrzeug. Ne? Sie haben also den Schaden. Und Sie sind Beifahrerin eigentlich von dem Auto? Das ist mein Freund. Wir sind auf dem Weg in Urlaub eigentlich. Okay, Sie waren gerade aber nicht hier, sondern waren... Nein, ich war auf Toilette, genau. Okay. Ich habe dann das... Mit der Fahrweise kommt ihr nicht weit. Ja, schauen wir mal. Also Sie sind unverschämt. Sie wissen doch überhaupt nicht, was passiert ist. Ich würde sagen, wir setzen einmal eine Ventilationsmaske auf. Ich hole mal die Frage schon mal, oder? Dass wir das schnell rausbekommen. Ja, und ich leite ihn an zur ruhigen Atmung. Okay. Und vielleicht sollen wir noch mal gucken, wie schnell er unterwegs war. Das ist eine gute Idee. Das sieht ja gar nicht so schlimm aus, aber vielleicht können wir noch mal nachfragen. Wer ist denn hier der Fahrer des Fahrzeugs davor? Meine Wenigkeit. Wie schnell ist er denn aufgefahren? Wissen Sie das? Ja, das war jetzt nicht schnell. War ein schöner Ruck. War jetzt nicht schnell. 15, 20 maximal. Okay. Also, ich hole die Frage. Perfekt, alles klar. Als ich den Patienten untersucht habe, hatte er zunächst die Hyperventilation, die wir behandeln konnten. Und dann hat er noch einen Cut am Ohr. Wir haben geguckt, es lief Blut aus dem Ohr raus, aber eigentlich kam das Blut nicht aus dem Ohr, sondern ja, es war sozusagen an der Ohrmuschel ein Cut. Kann wahrscheinlich davon kommen, dass der Patient aufs Lenkrad aufgestoßen ist. Aber so die Gesamtsituation passte zu dem Ganzen nicht so ganz zusammen, weil er war dann doch so ein bisschen weggetreten, so ein bisschen verwirrt. Und das passte eigentlich nicht zu der Hyperventilation mit dem leichten Cut am Ohr. Wir holen Sie gleich aus dem Fahrzeug raus auf die Trage
Und dann werden wir Sie weiterhin untersuchen. Manfred Daxen. Der Herr Daxen, jawohl. Irene Losig. Sie sind die Frau Losig, okay, super. Die kriegen Sie gleich von mir wieder, ja? Ich nehme die gleich mal mit zum Auto. Rest klären wir gleich. Ich halte die Daten erstmal fest, dann kriegen Sie auch Ihren Schaden hinterher erstattet und alles ist gut. Einfach ein bisschen runterfahren. Ja? Ah, perfekt, sehr gut. Dann holen wir ihn einmal raus. Was passiert? War das Auto mal gewaschen oder sowas hier nach dem Unfall? Ja, wir sind hier eingetroffen und der nette Herr hier war der Meinung, er müsste mit dem Feuerlöscher hier rumfuchteln. Feuerlöschen. Mhm. Okay. Ach, Feuerlöschen. Der steht da hinten, ja. Okay. Gut, wir holen ihn einmal raus. Tills Zustand hat sich so weit stabilisiert, dass er selbstständig das Auto verlassen kann. Bevor die Rettungskräfte ihn aber auf weitere Verletzungen hin untersuchen können, hat der 30-Jährige eine Erklärung, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Und die klingt schier unglaublich. Ich wollte meine Freundin abholen. Ich wollte Richtung WC fahren. Und dann habe ich plötzlich was im Rückspiegel gesehen. Das sah aus wie ein Geist. Das war so eine weiße Gestalt. Psst. Komplett blass mit strumpfeligen Haaren. Ich weiß nicht, was das war. Als Till dann von dieser Geistergeschichte angefangen hat, habe ich wirklich einen Moment lang geglaubt, der hätte wirklich vielleicht mehr abbekommen an seinem Kopf. Das konnte ich mir gar nicht erklären. Wo hast du das denn dann gesehen? Im Rückspiegel. Habe ich mich, ich habe mich erschrocken und habe halt dann das Lenkrad komplett verrissen. Und was stimmt mit Ihnen eigentlich nicht? Ihm dann halt reingefahren. Ich weiß nicht, was das war. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also, Sie haben irgendwas gesehen, was so aussah wie ein Geist? Da haben Sie sich erschrocken? Ja, das war definitiv. Das war ein Geist oder eine Gestalt in meinem Rückspiegel. Und daraufhin habe ich mich total erschrocken. Okay. Kopfschmerzen, sowas haben Sie aber nicht? Nein. Nee, irgendwo sonst irgendwelche Schmerzen? Sehen Sie alles soweit gut? Weil ich meine, Geist, oder? Ist schon eine spezielle Vorstellung jetzt in dem Sinne. Als der Patient wieder so ein bisschen aufgeklärt ist und er plötzlich was von einem Geist erzählt hat, muss ich erst mal den Kollegen fragen, ob er auch das Wort Geist gehört hatte. Denn das war, ist natürlich schon sehr speziell, dass ein Geist plötzlich irgendwie hier auftaucht. Das deutet normalerweise darauf hin, dass bei dem Patienten irgendeine krankhafte Störung entsprechend erstmal vorliegt. Den Heiligen Geist hat er gesehen. Mann! Genau. Was für ein Geist? Können Sie nicht einfach gehen? Mal ehrlich, der Sanitäter, Entschuldigung, aber das, was der da gerade rumspinnt, was von sich gibt, das ist doch klare Andeutung, dass der komplett unter Drogen steht. Der nimmt keine Drogen. Hören Sie auf, sowas zu behaupten. Sind Sie eigentlich Fachmann für allerlei, Herr Daxen? Oder wollen Sie die Kollegen nicht endlich mal hier doch? Halten Sie doch einfach mal Ihren ehrlich. Mund. Jetzt wird er noch betüdelt hier. Ja. Schon hinlegen, hör mal. Also was natürlich auch sein kann, ich meine, er ist hier aufgefahren. Und im Prinzip kann natürlich auch sein, dass er eine Art Schädel-Hirntrauma, leichte Gehirnerschütterung hatte. Und sich das dann entsprechend jetzt vorstellt. Also das können wir derzeit noch nicht ganz ausschließen. Wenn du Alkoholtest machen kannst, ja, können wir machen. Wissen Sie, ob der Medikamente nimmt? Nein, er nimmt keine. Also ich persönlich glaube nicht an sichtbare Geister, aber unser Verletzter gab an, einen solchen gesehen zu haben. Und ich meine, wir sind ja bei der Polizei, wir müssen dem ja nachgehen, können ja nicht einfach sagen, nee, du spinnst. Aber für uns ist natürlich wichtig, so, ist da tatsächlich was gewesen oder hat er nur halluziniert? Das kann ja auch durchaus sein. Im Übrigen hat unser Unfallgegner keine Minute ausgelassen, das Ganze zu kommentieren. Danke. Herr Daxen, haben Sie heute schon irgendwelche alkoholischen Getränke genommen? War vielleicht der letzte Bier? Darf ich Ihnen zeigen? Zu viel Kaffee getrunken. Ganz ehrlich, bis dato war mein Tag eigentlich Sie? Richtig scheiße. 0, 0. Jetzt wird er gerade richtig bunt. Jetzt halten Sie den Mund. Ja, Drogentest, Drogen. Hier, er nimmt keine Drogen. Schatz, geht's dir besser? Die ganze Sache wird deswegen ein bisschen mysteriös, weil wir haben einen Alkotest gemacht, der war ja null. Und auch die Rettungskräfte gaben an, jetzt keinen Hinweis irgendwie auf Drogenkonsum oder so gehabt zu haben. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, was hat der denn jetzt gesehen? Ja, sollen wir uns dann vielleicht mal auf den Weg machen, den Geist zu suchen? Ja, ne? Sie wollen jetzt auf die Suche nach einem... Wir suchen jetzt Ihren Geist, Herr Daxen. Ich habe ein Einhorn verloren. Wenn Sie den finden, bitte sagen Sie Bescheid. Sie sind der Erste, der es erfährt, aber jetzt ist Schluss. Weder im Wohnwagen noch in der näheren Umgebung des Unfallortes finden die Beamten Hinweise auf den beschriebenen Geist oder zumindest auf eine Person mit weißer Kleidung. Die Ermittlungsarbeiten werden zudem in immer größerem Maße von dem Fahrer des gerammten Autos gestört. Kein Geist da. Keine Ahnung. Kein gar nichts. Dein Freund und Geisterjäger. Ja, so, genau. Aber jetzt
haben wir doch mal einen Vorschlag. Genau. Herr Dax, Sie haben da bestimmt ein Handy mit. Ne? Ich gebe Ihnen jetzt eine wundervolle Aufgabe. Sie machen jetzt einfach mal Bilder von dem Unfall. Was halten Sie davon? Das wäre das erste, einzige Produktive heute. Super. Dann gehen Sie doch einfach dahin. Ne? So, und dann brauchen Sie ruhig lang, so lang, wie Sie wollen. Alles kein Problem. Kann man den nämlich aus den Füßen. Ich fand die Idee super, hier unseren Störenfried mal adäquat zu beschäftigen, indem ich ihm sagte, er sollte doch bitte mal Fotos vom Unfall oder von den Beschädigungen machen. Hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass dieser dann tatsächlich doch was entdeckt hat, was uns hat zum Staunen bringen lassen. Habt ihr irgendwas rausgefunden? Nee. Aber was mir gerade eingefallen ist, wie lange sind Sie schon zusammen? Wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Ist er denn generell ein ängstlicher Fahrer? Gar nicht. Ich wundere mich, ich verstehe das auch gar nicht. Hat er schon mal sowas in der Art irgendwie? Also er hatte vor ungefähr einem Jahr einen ziemlich fiesen Unfall. Okay. Da wurde ihm die Vorfahrt genommen. Er ist auch seitdem selten, also wirklich wenig Auto gefahren. Wir wollten ja jetzt in Urlaub fahren und das sollte noch mal so ein bisschen zusammen, dass er das noch mal übt. Okay, also er hatte praktisch vor einem Jahr den Autounfall. Ja, ungefähr. Und jetzt ist er lange Zeit überhaupt nicht gefahren. Das erste Mal jetzt seit langem wieder länger. Also vielleicht liegt da auch so eine posttraumatische Belastungsstörung vor, Tommy. Posttraumatische Belastungsstörung ist eine psychische Störung, die versetzt zu dem Unfallereignis oder zu dem traumatischen Ereignis auftritt. Das kann beispielsweise ein Unfall sein, das kann eine belastende Situation sein, das kann ein Verlust von einem Menschen sein, den man sehr gern hat. Und versetzt dazu tritt dann eine psychische Störung auf. Das Besondere bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist, dass der Zeitraum dazwischen sehr lang ist und häufig wird dann nicht mehr an das eigentliche Geschehen dabei gedacht. Dass er vielleicht einfach aufgrund des Unfalls, den er damals hier hatte, noch so ein bisschen verunsichert ist und deswegen genau jetzt diese Symptome zeigt. Das kann passieren, ja. Herr Dachsen, was los? Ich hab gerade was gesehen. Ja, wahrscheinlich das Einhorn, was Sie eben schon gesehen haben, ne? Ich hab wirklich gerade was gesehen. Der hat mich angesteckt. Ja, was denn jetzt? Guck mal hier. Ein Geist, eine Frau. Das ist Herr Dax, das ist eine Fotomontage jetzt, oder? Ich habe hier gerade Fotos geschossen und war die am Korrektieren. Gucken Sie das mal an. Der Herr Dachsen zeigte mir ja sein Handy mit den gemachten Bildern. Und was soll ich sagen? Also einen Geist habe ich nicht gesehen, aber eine Person, die locker als Geist durchgehen könnte. Und wenn man die Fotos sich betrachtete, immer weiter ging diese Person auf den Wohnwagen zu. Gehst du oder gehe ich? Geh du ruhig, ich mach auf. Schloss der Affe. Hallo? Also da hinten. Hallo? Kommen Sie da mal bitte raus? Hallo, kommen Sie. Hier ist die Polizei. Ich tue Ihnen nichts. Kommen Sie mal raus. Was machen Sie denn hier? Von wo kommen Sie denn? Ich will spazieren. Das ist ein nettes Outfit, um spazieren zu gehen. Aber spazieren geht man auch zu zweit. Ne? Geben Sie mir mal die Hand. Gib mir mal die. Kommen Sie mal mit. Wir haben ja den Wohnwagen ein zweites Mal durchsucht. Und bei der zweiten Durchsuchung haben wir dann festgestellt, dass dieser ominöse Geist sich als Frau entpuppte in einem weißen Bademantel, vermutlich abgängig aus einem Krankenhaus. Die war auch also meiner Meinung nach nicht ganz bei Sinnen. Jungs, könntet ihr mal schauen? Was habt ihr denn? Selber! Hier gerade spazieren. Hi. Hallo. Wie sehen Sie denn aus? Der junge Mann, der hilft jetzt weiter, ja? Als ich dann den Geist gesehen habe, habe ich mich total erschrocken. Das war unsere Nachbarin Selma. Wie ist sie überhaupt in unseren Wohnwagen gekommen? Wo kommen Sie denn her? Selma. Wie heißt sie denn weiter? Von zu Hause. Gandl. Wer ist denn Selma? Sie kennen sie? Ja, das ist unsere Nachbarin. So, ihre Nachbarin. Selma Gandl, ja. Okay, und Sie kommen jetzt aber von zu Hause, haben Sie gesagt? Ja. Sind Sie sich da sicher? Soll ich das mal irgendwie mal erkundigen? Frag doch mal die Rettungsleitstelle, weil eigentlich sieht's aus, als wäre sie irgendwie im Krankenhaus gewesen. Hier oben so eine OP-Narbe oder ähnliches, hier sieht aus wie eine frische OP. Die Sanitäter nehmen umgehend Kontakt mit der Leitstelle auf. Dass die 28-Jährige aus einem Krankenhaus geflohen sein muss, scheint sehr wahrscheinlich. Unklar ist allerdings, wie sie in den Wohnwagen ihrer Nachbarn geraten ist. Ja, ihr habt es, glaube ich, gerade ein bisschen gehört, ja. Aus der Uniklinik. Sie haben eine Schilddrüsen-OP gehabt. Da kommen Sie aber höchstwahrscheinlich nicht von zu Hause, nehme ich mal an. Müssen Sie wahrscheinlich irgendwo in der Klinik fehlen. Ja? Ja. Ich glaube, dann müsste man sie mal, glaube ich, mal weiter untersuchen, mal mitnehmen, oder? So könnte halt auch der Verwirrtheitszustand zustande kommen, gell? Wenn sie eine OP hatte. Ein postoperatives Delirium ist letztendlich ein Verwirrtheitszustand.
der aufgrund einer davor erfolgten OP passiert. Also häufig ist es so, dass eventuell Medikation, die während der OP für Narkose etc. eingesetzt wird, dann noch Nebenwirkungen zeigt und dann ein paar Tage später dazu führt, dass die Patienten etwas verwirrt sind, nicht so ganz bei sich sind und nicht so genau wissen, was denn eigentlich los ist. Und genau das war bei der Dame der Fall. Ja, sie wird wahrscheinlich nach Hause gelaufen sein, ne? Aus dem Krankenhaus nach Hause und vor der Tür standen Sie gerade abfahrtsbereit mit dem Wohnwagen und dann ist sie da irgendwie rein und quasi als blinder Passagier mitgefahren. Ich bin einfach nur froh, dass wir das Ganze doch aufklären konnten und wir jetzt schön in den Urlaub fahren können. Natürlich werde ich fahren und mein Freund kann sich jetzt einfach mal ein bisschen entspannen. Der Unfallbeteiligte hat sich schließlich beruhigt. Tills Versicherung ist für den entstandenen Schaden aufgekommen. Irenes Freund hat nach diesem Vorfall keine Panikattacken mehr gehabt. Die Nachbarin wurde zurück in die Klinik gebracht, wo sie sich von ihrer Operation und den damit verbundenen Komplikationen erholt hat.